Herzlich willkommen zu diesem Interview. Mein Name ist Miriam Schlimmann. Ich bin ganzheitliche Schmerztherapeutin und habe eine Praxis in Luzern und begleite Menschen online und offline in ihre nachhaltige Gesundheit, im Einklang mit ihrer Natur, mit unserer Natur. Und ja, das ist mir ein Herzensanliegen, da einfach Bewusstsein zu schaffen, wie es geht, nachhaltig, gesund und schmerzfrei zu werden mit der Natur. Und als Klientin durfte ich Rita Fassel vor einigen Jahren schon kennenlernen und schätzen lernen. Und ich freue mich sehr heute auf dieses Interview. Herzlich willkommen, liebe Rita. Vielen Dank, Miriam. Ich freue mich auch. Es soll heute ums Thema Darum hilft Fasten bei Schmerzen gehen. Und bevor ich mit den Fragen starte, möchte ich Rita gerne ein bisschen noch näher vorstellen. Rita Fassel hat Betriebswirtschaft studiert zuerst und dann Psychologie und nachher viele verschiedene Ausweiterbildungen gemacht in natürlicher Naturheilkunde. Unter anderem ist sie Expertin in, also Iridologin, und Hand- und Fußlesen hat sie sich spezialisiert und hat nun eine wunderschöne Praxis auf dem Bürgerstock in der Nähe von Luzern und begleitet dort auch vor Ort und auch online in ihren auch neuesten Online-Kursen, ja, einfach Menschen auch auf ganzheitliche Art und Weise. Und da freue ich mich jetzt sehr, dass sie mit uns ihr Wissen teilt. Und ja, starte gleich mit den Fragen. Ah, und natürlich noch zu ergänzen, dass, weil es ja heute ums Thema Fasten geht, noch zu erwähnen, hast du ja das Fasten- und Gesundheitszentrum aufgebaut, Tamangan in Österreich, und hast einfach da ganz, ganz viel Erfahrung, hast auch mehrere Bestsellerbücher geschrieben und genau, einfach ein reicher Erfahrungsschatz. Genau, mittlerweile ist ja Fasten schon ziemlich bekannt und doch, ja, nutzen es viele Menschen noch nicht für ihre Gesundheit, und da möchten wir heute ein bisschen tiefer gehen und vor allem das Thema die Wirkung bei Schmerzen aufzeigen und dir praktische Tipps mitgeben, wie du mit Fasten viel für deine Gesundheit und deine Schmerzfreiheit tun kannst. Genau. Ja, wie begründest du die Wirkung bei Fasten in Bezug auf Schmerzen, diesen Prozess der Autophagie, von dieser Zellreinigung? Magst du uns das ein bisschen näher erklären? Sehr gerne, Miriam. Also ich glaube, unsere Körper können das einfach. Dazu braucht es keine Angst zu haben vor Fasten. Wenn wir in die Tierwelt blicken, machen Tiere das automatisch, wenn sie krank sind, wenn es ihnen unwohl ist. Und deshalb haben wir in unserer Luxusgesellschaft ein bisschen diesen Verzicht vergessen. Und es geht darum, wie lange ein Aufbau ist, bis sich Schmerzen entwickeln, bis Schmerzen chronisch werden. Wir reden ja da nicht von ein paar Wochen, sondern der Aufbau ist lange. Und um diesen Prozess wieder rückwärts zu machen, dürfen wir unserem Körper, unsere Zellen, allen unseren Stoffwechseln und Vorgängen, die automatisch gehen im Körper, wieder lernen, der gute Weg, der war vorher. Und wenn wir beim Fasten sind, geht es immer rückwärts. Das heißt aber auch leider, es gibt eine Erstverschlimmerung, meistens. Man kann fast ein bisschen drauf warten. Und wenn die vorbei ist, weiß der Körper wieder bis ins kleinste Detail, wie er eine Zelle besser aufbauen kann, wie etwas wieder ganz automatisch von alleine vorwärts gehen kann. Und ich glaube, wenn man fastet, fastet man ja nicht nur im Körper, man fastet auch ein bisschen da oben in seiner Gedankenwelt. Und vielleicht hat sich da auch etwas eingeschlichen, bis es dann chronisch wurde.
Und so kann der Körper euch helfen, wieder aus diesem Schmerzen rauszukommen in eine schmerzfreie Phase, die ganz wichtig ist. Und da begleitest du ja ganz, ganz viele Patienten. Ja, vor allem selber habe ich es auch, eben nutze ich es auch gerne, vor allem gerade dieses Intervallfasten ist so einfach, ja, nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken, genau. Macht Ruhe im Körper, oder? Ja. Ja. So ein schönes Gefühl. Magst du vielleicht kurz gerade, eben, es gibt ja verschiedene Arten, ich selber mache jetzt die 8-16-Methode immer vom Intervallfasten, da kurz auf die verschiedenen, ja, Methoden und vielleicht so ein bisschen Vor- und Nachteile mit uns teilen. Ich finde, es hat gar keine Nachteile. Also 8-16 Intervallfasten ist etwas sehr Gutes, praktiziere ich auch oft. Nicht immer so das ganze Jahr hindurch, aber es gibt so Phasen, jetzt gerade im Frühling ist das so einfach. Bei Kälte im Winter ist es manchmal ein bisschen schwieriger für mich persönlich, aber da ich in vielen, vielen Jahren, also weit über 25 Jahren so viel gefastet habe, kenne ich natürlich ganz viele unterschiedliche Fasten. Methoden. Jetzt nehmen wir mal das ganz Ursprüngliche an, das fast biblisch anmutende Fasten von 10 bis 40 Tagen Fasten. Das klärt natürlich den Körper sehr und den Geist auch. Das ist vielleicht für den modernen Menschen in einer Leistungsgesellschaft, der jetzt nicht Urlaub nehmen kann für so eine lange Zeit, viel zu viel. Das kann ich verstehen. Aber was ich auch sehr beeindruckend fand, ist ein Sazen-Fasten, wo man sich wirklich zurückzieht von allem, vielleicht 10 Tage lang. Das habe ich mit meinem Ex-Mann zusammen in unserem Fastenzentrum Kamanga öfters gemacht. 10 Tage schweigen, fasten, meditieren. Das ist so eine schöne Ruhe. Weil am Anfang, bis sich das alles so im Kopf klärt, braucht es natürlich einen Durchhaltewillen oder einfach so, ja, das will ich jetzt für mich einmal ausprobieren. Und diese Erleichterung danach ist so ein Wohlgefühl, dass man einfach wirklich 10 Tage keine Nachrichten geschaut hat, ganz, ganz reduziert telefoniert hat, keine E-Mails, nichts. Man kann sich ja von all diesen Medien einfach mal abmelden. Das ist auch eine schöne Methode, mal zu sehen, wie süchtig man vielleicht von diesen Medien sein könnte. Das ist aber das ganz Extreme und viele rümpfen da schon die Nase und ich kann es auch verstehen. Wenn man das nicht selber erfahren hat, diese Ruhe im Körper, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ein leichterer Einstieg ist immer so ein Fastenwandern. Da macht man auch gleich 2 Dinge miteinander. Erstens das Fasten, zweitens dem Körper wirklich genug Bewegung schenken, damit dieser Muskelabbau, der vielleicht beim stillsitzenden Fasten passiert, ihm gar nicht in Gang kommt. Das heißt, alle Kilos, die zu viel sind, werden quasi beim Fastenwandern, wenn das 5 bis 7 Tage geht, in Muskeln umgewandelt. Das heißt, ihr verliert nicht unbedingt Gewicht, aber die Stärke in eurem Körper wird fast doppelt so stark, wenn man merkt, okay, am Anfang gehen 3-stündige Wanderungen, dann vielleicht 5 bis 6, 7-stündige Wanderungen, je nach Schwierigkeitsgrad, je nach körperlicher Verfassung natürlich auch. Und dann kommt man so in einen Fasten-Snobismus, sage ich immer, weil man denkt dann, ja, mir gehört die Welt, ich kann jetzt auch 10 Stunden in die Berge gehen. Und dazu braucht es natürlich Urlaub und wegziehen von vielleicht seinen alltäglichen Rhythmus. Was aber auch geht und was ich oft begleite, ist so ein Yoga-Fasten. Da habt ihr mehr Dehnung im Körper, der Muskelaufbau erschlafft auch nicht und die Stoffwechselfunktionen, die gehen von alleine. Also das sind so die harten Fastenteile und das von dir propagierte 8-16 ist natürlich auch etwas, was einem ganz schnell in die Stärke bringt. Ich glaube, den Effekt merkt man nach 3-4 Tagen, wie gut es das einem tut, dass man einfach dem Körper richtig Ruhe gibt. Oder hast du, bist du da nicht einverstanden mit den harten Fasten, Miriam? Doch, doch, da bin ich ganz bei dir und bin auch immer wieder beeindruckt, wie es eben nach dieser ersten Zeit so 1-2 Tage bei mir meistens, wo ich mich nachher einfach so viel fitter fühle, leistungsfähiger und auch beim Sport, also das ist gar nicht
ja, irgendwie, dass da was ja, irgendwie unangenehm nachher wäre, nach dieser ersten Zeit, ist das wirklich immer ganz eindrücklich. Was ich noch, gerade auf was ich noch eingehen möchte, ist, was sagst du denn jetzt auch gerade beim Intervallfasten von der Zeit her, wann beginnt diese Autophagie, also welche Zeit ist es wichtig zu beachten, dass wirklich eben der Magen leer ist und diese Reinigung stattfinden kann? Von den Stunden her? Also ich glaube, das darf jeder für seinen Arbeitsrhythmus, Lebensrhythmus auch ein bisschen herausfiltern. Es ist nicht für alle geeignet, am Abend nichts mehr zu essen. Viele mögen am Abend das Gesellschaftliche noch und hören dann vielleicht auf um 19 Uhr, 20 Uhr eben nichts mehr zu essen. Ich habe aber Bekanntschaft gemacht mit einigen Frauen, die haben wirklich gesagt, ab 16 Uhr gibt es nichts mehr. Ich glaube, jeder muss das für sich persönlich herausfinden, wie lange er das durchziehen kann, wo es sich in seinen Tagesrhythmus einfiltrieren kann. Klar, eine junge Mutter mit jungen Kindern wird es jetzt einfacher finden, den Abend frei zu halten, die anderen vielleicht den Vormittag. Was sind deine Erfahrungen, Miriam? Ich wollte eigentlich ein bisschen noch drauf ein, auf die Zeit, weißt du. Also ich merke, wenn ich jetzt 16 Stunden faste, dass mir das besonders gut tut und habe eben gehört, dass zum Beispiel bei den Frauen so diese Autophagie ab 12 Stunden beginnt und bei den Männern so ab 13, 14, dass wir das den Zuschauern noch sagen, dass wirklich dort eben dann die Autophagie geschieht, dieser so wichtige Selbstreinigungsprozess, dass das wie nochmal klar ist, dass die Zuschauer eine Zeit haben. Ja, Entschuldigung, dann habe ich dich falsch verstanden, aber wir können da beginnen, wo die Engländer Breakfast sagen. Mhm. Nach der Zeit, wo sie geschlafen haben, vielleicht 8, 9 Stunden, war das deren Breakfast und wir vergessen das so häufig. Und wenn wir jetzt auf 16 Stunden gehen und unser Breakfast als ein Brunch machen von mittags, wo wir beginnen können, wenn diese 16 Stunden eben von Nahrungsaufnahme gestoppt werden, ist, glaube ich, für uns Frauen das schneller möglich. Und das klingt jetzt so wertend oder irgendwie genderaffin, aber wenn ihr euch vorstellt, dass ein Frauenkörper sich regelmäßig reinigt, einmal monatlich, wir kennen das, heißt es auch, ein Frauenkörper kann schneller in diese Autophagie hineinspringen, weil wir das einfach schon gewohnt sind. Das heißt auch, Fasten bei Schwangerschaften geht einfach nicht, aber der Körper kann ja da auch haushalten. Das heißt, ein Frauenkörper, der ein Kind empfängt, gibt immer dem Kind alles und hat selber fast zu wenig. Deshalb muss man da manchmal auch mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten. Also die Frauen sind irgendwie auch hormonbedingt schneller in dieser Autophagie. Mag vielleicht jetzt ein bisschen neidischer klingen für die Männer der Welt, aber ich glaube, das Testosteron will Aufbau, Aufbau und hat nicht so gerne eine Reduktion. So kann ich es erklären. Ich habe aber zwei sehr, sehr unterschiedliche Studien gelesen und habe es mir nur so erklären können. Vielleicht werden wir in Zukunft, je mehr Leute dieses Intervallfasten machen, auch mehr herausfinden, was denn wirklich Sache ist, wieso die Frauen da schneller sind, wie du sagst. Ja, dieser Hinweis finde ich einfach noch ja, gut, mal gehört zu haben. Genau. Ja, und wenn wir jetzt vorher noch waren, eben du hast gesagt von den Zeiten, dass für gewisse ist es am Abend einfach, also bis 16 Uhr oder so nur zu essen. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir die Organuhr anschauen, so wann welche Organe besonders tätig sind, ist es ja so, dass am Morgen gerade die Entgiftung vor allem aktiv ist, die ganzen Entgiftungsorgane sind am Arbeiten, deswegen ist es ja auch so wichtig, eben den Tag mit einem großen Glas Wasser zu starten. Ja, von dort her würdest du empfehlen, wenn es jetzt möglich ist im Alltag, wenn das auch angenehm ist für einen selber, dass die Version jetzt das Frühstück, eben Breakfast,
also das, diese Version zu machen, sagen wir, am idealsten ist, anstatt jetzt das Nachtessen wegzulassen, vorausgesetzt natürlich, das Nachtessen ist auch wieder genug früh, weil zu nah am Schlafen ist auch wieder nicht ideal natürlich. Aber wenn das jetzt im Leben so passt, dass das ja die förderlichste Version ist, am Morgen kein Frühstück zu essen, würdest du das bejahen? Ja, das würde ich bejahen. Habe ich für mich als goldene Regel herausgefunden, habe aber eben auch schon von wirklich Intervallfastenden gehört, die machen das anders. Und ich glaube, das geht auch. Aber du hast natürlich recht. Unsere Organuhr will am Morgen am liebsten entgiften. Und weil wir schon beim Entgiften sind oder vorbereiten, wer natürlich um 19 Uhr noch Kaffee trinkt oder ganz viel Alkohol benutzt, ist da auch ein bisschen verlängerter in seine Startzeit der Autophagie hineingeleitet. Also es hilft schon, vielleicht wenn man sich für sich einfach mal überlegt, tut mir Kaffee gut, tut er mir gut bis mittags und dann lasse ich es wieder, weil das sonst auch alles verschlechtert. Und ja, gerade der Alkohol ist natürlich da auch ein Verzögerer, der macht das sehr schnell. Also, dass man sich sagt, einfach so bis 19 Uhr ist vielleicht mein aktives Leben und dann wirklich diese 16 Stunden macht. Und ich glaube, das ist das Einfachste, auch fürs Rechnen, auch bis man da so in einen Rhythmus hineinkommt, würde ich das empfehlen, das so zu auszuprobieren. Jetzt eben hast du gerade schon selber eine gute Überleitung fast gemacht zu meiner nächsten Frage. Die basenüberschüssige Ernährung kann ja den ganzen Fastenweg sehr positiv begleiten, unterstützen. Welche Nahrungsmittel empfiehlst du da besonders, die helfen können, auch vor dem Fasten? Also wir sprechen ja jetzt heute vor allem vom Intervallfasten, aber das passt natürlich auch vor einer Fastenwoche. Welche Lebensmittel würdest du da besonders empfehlen und besonders viel essen vor dem Fasten oder eben während dem Intervallfasten dann in der Essenszeit? Ja, wie einmal eigentlich auch sonst die Ernährung ist, alles Bunte, alles Farbige, alles Grüne, alles mit basischen Stoffen, was ihr gerne habt. Ich glaube, man vergisst immer, dass wir durch unsere Lebensspannen auch verschiedene Gemüse möchten. Und ich glaube manchmal, der Körper hat so eine eigene Intelligenz, wo es denn hingeht mit Gemüsen. Also früher mochte man das vielleicht nicht und plötzlich habt ihr Lust auf einen anderen Brokkoli oder einen anderen Weißkohl oder Rosenkohl oder gar fermentiertes Sauerkraut. Ich bin immer der Meinung, wenn es an den Bäumen und Büschen wächst und aus der Erde kommt, ist es gesund. Und tja, so industriell verarbeitete Nahrung, die sieht man halt nicht an den Bäumen. Oder habt ihr schon mal eine Pizza gesehen an einem Apfelbaum? Wobei, meine Tochter hat kürzlich gesagt, nein, nein, Mami, also Kakaobaunen, die wachsen auch, die sind natürlich. Ja, genau. Aber es gibt natürlich ja Lebensmittel, die noch ein bisschen die Entgiftung unterstützen. Richtig. Und auch natürlich Ballaststoffe, dass das ein ausgewogener Teil wird. Den könnt ihr wirklich ganz gut die Miriam fragen in ihren Ernährungsberatungen dazu, wie man schmerzfrei wird. Ich denke einfach, es darf ausgewogen sein. Weil du fragst ja jetzt eine über 40 Jahre vegetarisch lebende, teilweise sehr vegane Frau. Also ich würde jetzt keine tierischen Eiweiße empfehlen. Hab die auch nie genossen, mag die auch nicht. Aber wir wollen es ja für allgemein gültig machen. Je mehr basisch ihr esst, je besser ist es. Je mehr ihr reduziert, je besser ist es. Aber ich kann nicht aus einem fleischessenden Menschen ganz, ganz schnell einen basisch überschüssige Ernährung vorstellen. Das ist eine harte Umstellung. Ich glaube, die Umstellung ist fast härter, als wenn man zu einem 8 bis 16 Intervallfasten kommt. Oder wie siehst du das mit deinen Erfahrungen, Miriam? Ja, also ich sehe es als ein guter Einstieg gerade für auch eine Ernährungsumstellung, dass ich mal das Intervallfasten empfehle und dann die basenüberschüssige Ernährung dazu und ja, je nachdem halt noch Fleisch oder Milchprodukte
Und durch die Zellreinigung, die dann ja stattfindet, wird dann auch eben die ganzen Giftstoffe können besser ausgeschieden werden, der ganze Körper eben wird mehr gereinigt und so ist es auch oft so, dass dann auch die Lust nach diesen ganzen, eben sage jetzt mal, tierischen Produkten auch wirklich abnehmen kann. Von dem her ist es gerade bei einer Ernährungsumstellung ein ganz toller Weg und ein hoher Grünanteil sehe ich auch immer wieder, der sehr effektiv ist, um eben da begleitend zu wirken. Genau. Jetzt sind wir gar nicht am Anfang noch, sind wir schon voll im Flow gekommen. Eben, warum es jetzt genauso bei Schmerzen wichtig ist. Bei Schmerzen ist ja immer so das Thema Überspannung, zu hohe Muskelspannung. Das ist häufig die Ursache von Schmerzen. Und wie begründest du jetzt das, dass gerade bei Schmerzen Fasten so wichtig ist? Bei Schmerzen merken wir ja, glaube ich, selber nicht, wenn wir so einen Schmerzenspfad gehen, dass wir uns immer mehr anspannen, hast du erwähnt. Also die Entspannung bringt etwas. Sich bewusst zu werden, welche Wege haben zu dieser Spannung geführt. Das kann einerseits im Kopf sein, es ist aber meistens auch im Körper, in den Körperregionen, wo es gerade schmerzt. Also dem Körper eine andere Methode beizubringen, in die Ruhe zu kommen, in eine Entspannung, wo diese körperlichen Vorgänge ganz langsam, aber ganz bestimmt und in ihre eigene Rückstärke wiederkommen, hilft sehr. Ich habe am Anfang von diesen langen Fastenperioden gesprochen. Da ist es merkbar, über die viele Jahre, wo ich ganz, ganz viele Gäste bei uns in Tamanga beobachten durfte, es gibt leider eine Erstverschlimmerung. Das heißt, wenn der Körper beginnt zu entgiften, fließen diese Gifte, die ja zu diesen chronischen Schmerzen geführt haben, einfach wieder aus. Und dann gibt es gerade so einen Überschuss. Wenn man diese Phase durchsteht und sich auch bewusst wird, wow, danke lieber Körper, du kannst das von alleine. Ich muss dir nur keine Nahrung geben. Ich füttere dich mit genügend Wasser und Gedankengut, frischer Luft und Bewegung und du kannst es wieder alleine arbeiten. Das wäre so ähnlich wie ein Beinbruch. Was müssen wir tun? Wir müssen warten, bis der Knochen sich wieder selber regeneriert hat. Wir schneiden uns in den Finger und können eigentlich zusehen, innerhalb von einer Woche bis 10 Tagen ist die Wunde zu. Wir haben dieses Körperbewusstsein oder dieses Körpervertrauen ein bisschen verloren in unserer modernen Gesellschaft. Wir kaufen gern dies oder jenes oder machen Leistungen dazu. Aber ein Körper kann das von alleine. Und das merkt man so schön in dieser Entspannung, dass das rückwärts geht. Also man kann dann auch so Phasen beobachten, wo es vielleicht 5 Fastenkuren ganz gut geht. Also wenn man das so 1-2 Mal im Jahr macht. Und dann kommt man in eine Krise hinein. Und dann überlegt man sich, oh, wie viel rückwärts wäre denn das jetzt? Was gebe ich gerade meinem Körper für eine Ruhechance, diesen uralten Giftstoffe, die noch in mir lagern, wieder auszuarbeiten. Ich mag da nur ein paar Umweltgifte nennen, wie Quecksilber, Fluorid oder so, die lange, lange im Körper bleiben, bis sie endlich ausgearbeitet sind. Also so würde ich das beschreiben, dass man wirklich Mut macht, zu sagen, okay, ich gehe noch einmal in den Schmerz, ich lerne vielleicht auch auf der psychosomatischen Seite, was dieser Schmerz mir sagen will. Dafür gibt es gute Bücher und findet man auch auf Google, was welcher Schmerz eigentlich auf der psychosomatischen Seite sagt, was wir uns zu viel zugemutet haben, um das Ganzheitliche wirklich in Körper, Verstand und Seele zu einem jeweiligen Thema wieder ausarbeiten kann. Und dafür braucht es einfach Ruhe, es braucht Rückzug und der Körper darf mal wieder seine eigenen Vorgänge entwickeln. Und ja, das würde ich allen wirklich nur bestärken in Schmerzenszeiten. So schön, wie du das sagst, ja, eben auch das Thema Dankbarkeit finde ich so, auch wenn es paradox klingt, aber wirklich, wir dürfen dankbar sein für Schmerzen, für Zeichen vom Körper, dass er mit uns spricht, oder? Das ist seine Art, auch
mit uns zu sprechen und uns hinzuweisen, hey, da darfst du was verändern, oder? Und je schneller wir da wirklich hinschauen und ihm sozusagen das geben, was er eben braucht, ja, umso schneller können sie sich auch wieder verabschieden. Ganz genau. Aber die Psychosomatik, ja, ist natürlich da auch noch wieder ein Feld für sich, das wir jetzt heute nicht öffnen, aber sehr faszinierend und sehr, sehr wichtig. Ja. Jetzt das Thema Entgiftungsorgane ist ja sehr wichtig beim Fasten. Was hast du da für, ja, spezielle Empfehlungen, gerade so eben Niere, Leber, wie wir die am besten unterstützen? Ich kann das durch meine Iris-Diagnose, durch Irologie, ganz gut erklären. Wir können, wenn man das im Auge zusammenfasst, einfach immer nur die Wege entgiften. Das heißt, die Niere kommt wirklich zuerst. Deshalb das viele Wasser, das schwemmt alles Negative mal heraus. Auch wenn ihr dann halt ein bisschen während dem Fasten oder während diesen Fastenzeitintervallen mehrfach auf die Toilette geht, das gehört dazu. Es muss raus aus dem Körper. Und was würde besser nützen als Flüssigkeit? Also die Niere ist sicher die allererste, die entgiftet werden muss. Als zweites kommt die Leber hinzu. Für das gibt es super Tees, es gibt Abfolgen, dass man ein Zitronenwasser nimmt am Morgen. Das hilft den Niere, die restlichen Teile wirklich auszuschwemmen. Man kann vielleicht nach 2-3 Tagen, wenn man das macht, intensiv macht mit dem Zitronenwasser, für das nächste Stadium, für die Leber und die Galle, ein bisschen Chili-Flocken hineingeben. Bio, bitte aus Bio. Das regt wirklich die Leber an, man merkt das dann deutlich. Das wären so die Anfangstricks, wie man Leber, also wie wenn man die Niere zuerst eben und die Lebergalle danach mal so ein bisschen anschubst. So, jetzt ist Reinigung, jetzt ist Frühjahrsputz, deshalb ist ja auch das Fasten, wenn wir es eine Woche oder länger machen, wirklich im Frühling, glaube ich, die geeignetste Zeit. Dann geht es natürlich hauptsächlich um den Darm. Aber es geht eben erst für mich als Augenfrau als dritter Ring auch, wie ich die Organe im Auge sehe, ums Fasten herum. Und für das muss der Darm genug Wasser aufgenommen haben, sonst ist da eine Trockenreinigung im Darm geht nicht. Also es braucht die Flüssigkeit. Und an der Stelle einfach nochmals wirklich genug trinken. Nicht nur beim Fasten, sondern immer. Ja, so wichtig. Das mit den Chiliflocken, das ist auch neu, werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, Darm ist natürlich die Basis, genau. Auch Sitz vom Immunsystem und einfach so, so wichtig, dass dort das Milieu in Ordnung ist. Was hast du da vielleicht für 2-3 Tipps noch, neben dem natürlich die Basis, dass wir täglich Stuhlgang haben, genügend Wasser trinken, Ballaststoffe, was hast du da vielleicht noch für Tipps, wo einfach für einen guten, starken Darm? Jetzt für die Betroffenen, die schmerzfrei werden wollen, dürfen wir uns, glaube ich, mal kurz auf einen Notizzettel machen. Und wenn ihr euch überlegt, wie viel Antibiotika ihr über die Jahre gehabt habt, wie viel Cortison vielleicht da mit drin war, muss man schon berücksichtigen, dass der Darmentleerungsaufbau und danach nach einem Fasten auch wieder der Aufbau schwieriger wird. Das heißt, euer Darmmilieu hat die falschen Bakterien drin. Jetzt weiß die Miriam da am besten für individuelle Beratung natürlich, was da ganz gut ist. Aber wenn es mehr als 3 bis 4 Antibiotikakuren waren über die letzten 5 Jahre, dann möchte ich euch einfach warnen, euer Darm ohne einen richtigen Aufbau kann das fast nicht immer alleine und es braucht ganz viel Geduld. Also da gibt es dann schon Tricks aus der Kiste, wie man diesen Darm mit probiotischen Ernährungsmitteln wieder stützen kann, wie man wirklich gezielt mit Essen auch mal eine Totalreinigung macht, aber für einen gesunden Darm, der einmal täglich oder mehrtäglich sich entleert, das ist die Grund,
das Grundwissen, wie das richtig funktioniert. Alles andere endet in einer Selbstvergiftung. Ich habe immer noch Patienten, die so beklagen, 3-4 Tage bis einmal eine Entleerung. Und da wird es mir immer fast selber, dann denke ich so, okay, jetzt müssen wir alles machen, dass dieser Darm wieder in Gang kommt. Und ich weiß nicht, wie viele Schmerzpatienten du hast, die über Verstopfung klagen. Ja, das ist wirklich auch ein Thema, eben, was bei mir auch oberste Priorität hat. Gerade auch mit dem Pendant, eben Lendenwirbelsäule, allgemein Rückenbeschwerden, oder wenn das da vorne in den Organen eben durch eine Verstopfung einfach kann viel auch eine Mitursache oder eine Hauptursache, je nachdem, ja, sein. Ein gesunder Darm bewegt sich gern, der dreht sich gern, der hat gerne einfach Bewegung. Von einem sitzenden Job wird das natürlich nicht besser, aber man kann ein Stehpult integrieren oder man kann sich wirklich zur fast eigenen, einen Spaziergang pro Tag gibt's. Am Wochenende gibt's Wanderungen, also ohne Bewegung, ohne Wasser und ohne ein bisschen eine Umstellung geht es nicht. Ja, und wenn du vorher noch die Probiotika angesprochen hast, würde ich wirklich je nachdem mal empfehlen, gibt es auch gezielte Tests, habe ich selber bei mir schon mal gemacht, wo es mal möglich ist zu schauen, ja, wie sieht es denn genau in deinem Darm aus und dann ja auch wirklich mal gezielt eine Kur mit den Bakterien machen, die eben für dich gerade wichtig sind in diesem Moment. Richtig, aber da braucht es für mich immer so eine individuelle Beratung für diesen Menschen in diesem Leben. Was aber alle einmal machen können, ist ein Bio-Mais kaufen, den essen, also eine größere Portion, vielleicht 2 Kolben, weil die kommen ja fast unverarbeitet wieder unten raus. Und jetzt aber den Gang durch seinen Körper messen, wie lange geht es, bis es herauskommt. Jetzt gibt es da natürlich Unterschiede. Bei einer veganen Person kommt das nach 4 Stunden meistens raus. Bei einem vegetarisch lebenden Menschen geht es 6 bis 8 Stunden. Bei einem großen Fleischkonsum dauert das schon mal 1 bis 2 Tage. Und das wäre so die Zieldurchlaufs, jetzt finde ich fast kein elegantes Wort dafür, aber das als Selbstversuch einfach mal zu machen, wie lange braucht denn mein Darm von Einnahme bis Ausgang, das finde ich schon sehr beeindruckend und zum Teil auch sehr erschreckend. Also versucht es mal, das könnt ihr auch mit den Kindern machen, die öfters verstopft sind. Einfach so als Maßstab, wie schnell reagiert man denn? Das ist ja echt lang. Das sind große verschiedene Zeiten. Durchlaufzeiten. Durchlaufzeiten, ja. Das elegant nennen. Ja. Ja, genau. So zum Thema Heißhunger und Süßes. Hast du da noch deine Top-Tipps? Ich hätte so einen Tipp bei vielen Leuten, jetzt gerade so in Zeiten wie diesen, wo Homeoffice mehr ist, wo der Gang zum Kühlschrank nur ein paar Meter ausmacht, ein sarkastisches Bild an den Kühlschrank klemmen oder wenn man die Tür öffnet, irgendwie mit Kleber, dass schon ein paar von diesen Abteilen zugeklebt sind, wo man einfach sagt, tut mir das noch gut. Vielleicht ein eigenes Foto von einer Zeit mit Übergewicht hineintun, ein sarkastisches, humorvolles hineinkleben. Aber wichtig ist, wenn man Heißhunger spürt, trinken, trinken, trinken. Wenn ihr unterwegs seid und nichts mehr zum Trinken habt beim Wandern, dann dürfen wir auch mal versuchen, den eigenen Speichel zu sammeln und zu schlucken. Sehr schnell werden wir realisieren, dass der Körper gar nicht den Heißhunger produziert. Unser Auge will haben. Und deshalb so eine Ablenkung zu haben oder eine kleine, weiß nicht, dass man nicht direkt den Weg an den Kühlschrank findet, heißt natürlich auch ein bisschen Eigendisziplin. Was will ich denn für mich? Liebe ich mich so sehr, dass ich mich jetzt vollstopfe mit diesen industriellen, viereckigen, plastifizierten Dingern? Oder gebe ich mir wirklich die Zeit und sage, es geht schnell vorbei, ein Glas Wasser und ich habe nicht mehr Hunger und ich freue mich umso mehr auf eine
eine Mahlzeit danach, eine Dankbarkeitsmahlzeit. Ich glaube, da darf jeder in sich selber die Antwort finden. Hat meine Seele gerade Hunger nach Gesellschaft, nach einem Telefon vielleicht? Hat mein Körper wirklich Hunger? Oder braucht er nur etwas zu trinken? Und darf mein Verstand jetzt einfach mal sagen, nein, jetzt gibt es gerade nichts, in 2 Stunden ist Essenszeit, das will ich genießen und deshalb mache ich nichts. Das wäre so meine Empfehlung. So überliste ich mich selbst. Und ja, ich kenne Heißhungerattacken meistens an den Tagen, wenn ich mehr geschlemmt habe oder da war vielleicht ein bisschen Alkohol am Vorabend zum Abendessen dabei. Dann ist mein Heißhunger so dieses kleine Motörchen, dieses ewige Selbsttest-Motörchen ein bisschen stärker. Und ich weiß auch, ein erhöhter Kaffeekonsum macht mehr Heißhunger. Also immer dann, wenn ich meinen Körper gar nicht mehr so spüre, dann bin ich von der Rolle abgekommen, wo ich mir selber nur Gutes tun möchte. Hast du noch einen knackigen Tipp? Ich wollte jetzt gerade noch deine Zusammenfassung. Deine Zusammenfassung ist so schön. Das Thema eben Dankbarkeit, Selbstliebe. Das ist so, so wichtig auch, ja. Also was ich immer bei mir merke, ist eben einerseits, wenn das im Darm passt, habe ich viel weniger diese Lust auf Süßes, ja. Weil wenn halt dort diese Bakterien, die ungewünschten Bakterien im Überfluss sind, sind einfach auch die Verursacher immer für diese Lust auf Süßes. Und da merke ich auch, wenn ich gut zu Hause alles so esse, wie das passt, oder wenn ich mal auswärts bin und so gewisse Ausnahmen mache, wie das dann sich wirklich verändert. Und bei mir merke ich auch wirklich, wenn ich genug grüne Dinge esse, ich schnipple mir manchmal auch einen ganzen Bund Petersilie in den Salat, nicht nur so ein paar Blättchen zur Dekoration. Und das hilft mir auch viel, ja, dass ich da gar nicht so diese Lust habe und natürlich dann beim Einkaufen gar nicht erst eigentlich diese ungesunden Dinge kaufen oder mal wirklich eine schöne vegane Schokolade gibt es ja auch mit Kokosblütenzucker oder da ein bisschen auf gesündere Varianten zurückgreifen. Richtig. Und ja, weil du gerade den Zucker ansprichst, es gibt ja Leute, die haben Heißhunger auf Chips, also die sind fast ein bisschen salzsüchtig. Und dann gibt es die, die mehr in die süße Regale greifen möchten. Also beides sind suchtmachende Substanzen, muss man schon sagen. Und je mehr ihr von dem konsumiert, je mehr seid ihr süchtig davon. Also ja. Wieso will man etwas Salziges? Weil der Darm dieses Salz, was ihr bisher ihm gegeben habt, noch nicht ganz verstoffwechselt habt und rausspediert hat. Und beim Zucker ist es ähnlich. Also je mehr Zucker in eurem Körpersystem gerade hängt, je mehr kommt die Lust auf mehr. Ja, guter Hinweis. Wie auch das Casein zum Beispiel im tierischen Milch. Ja. Protein, das ist ja auch so in einem kleinen Stück Käse, oder? Hat da so Unmengen von, ich weiß jetzt nicht gerade auswendig genau die Zahl, aber Unmengen von Milch. Und ja, dort hat auch wieder dieses Verlangen nach mehr, oder? Ja. Und wenn das eben im Darm passt, das ist wirklich so diese Darmgeschichte einfach immer wieder. Deswegen kümmert euch um euren Darm, hä? Also es lohnt sich wirklich, weil dann ist die Lust weg, immer wieder diese suchtmachenden Nahrungsmittel zu machen. Und man fühlt sich gut. Und das ist, glaube ich, dann der Lohn dazu. Aber wenn jemand das noch gar nicht erfahren hat, vielleicht auch, weil er aus einer Chips-Familie kommt oder einer Süßigkeitsfamilie, dann wird es natürlich schwierig, diese innere Disziplin einfach mal auszuprobieren, bis man diesen Effekt merkt. Ihr lauft dann einfach an diesen industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln im Supermarkt vorbei. Interessiert euch nicht mehr, wollt ihr gar nicht mehr. Und das ist natürlich der Trick, nicht einkaufen. Mhm. Nicht unterstützen. Wir haben ja beim Einkaufszettel immer einen Wahlzettel. Ja, absolut. Absolut.
Ja, jetzt noch so zum Thema Erstverschlechterung. Entgiftungszeichen hatten wir jetzt schon ein bisschen. Aber da vielleicht nochmal so bei Erstverschlechterungen so zwei, drei Punkte, was du empfiehlst. Ich glaube, da würde ein Schmerzenstagebuch, was du ja auch sonst empfiehlst, dass man wirklich mit sich ins Gericht geht, klingt jetzt so hart, aber dass man sagt, heute merke ich, der Schmerz ist hier stärker. Aber wie bei allen Schmerzen, wir dürfen fragen, wozu zwingt mich der Schmerz? Mhm. Habe ich mir vielleicht zu viel zugemutet? Sitze ich vielleicht zu oft beim Rückenschmerzen? Und in dem Sinn sitze ich gerade? Sind meine Gedanken gerade? Oder hege ich da gewisse Hasstiraden in mir in, die ich gar nicht äußere? Also sich wirklich seiner Nervosität ganz, ganz gezielt bewusst sein. Und woher kommt jetzt der Schmerz? Ich bin wütend auf mich. Mein Körper macht Schmerz. Das heißt, ich habe mich schon entfernt von meinem Körper. Wenn ich aber wirklich in einer Selbstachtung, in einer Eigenehrlichkeit bin, dann muss ich sagen, ich habe meinem Körper Schmerz zugefügt. Und dann hört diese Distanz auf. Dann kann man sagen, was habe ich gemacht, dass ich jetzt gerade zu einer Pause gezwungen werde, dass ich lernen kann, mit diesem Schmerz umzugehen, dass ich lernen kann, anzunehmen, dass mein Körper sagt, Alarm, 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 wir haben etwas gemacht, was uns nicht gut tut, und da sukzessive seinen eigenen individuellen Weg findet. Es ist natürlich bei Schmerzen immer schwierig, global zu sagen, für alle gültig ein Rezept zu finden. Es ist in diesem Lebensweg zu finden. Wieso ist dieser Schmerz entstanden? Was zwingt er mich zu tun? Und welche Tipps hast du noch bei Erstverschlechterungen, die jetzt durchs Fasten kommen? Es kann sein, dass eure Haut trockener wird, dass das Auge manchmal zittert, aber das wären so quasi, die Haut wehrt sich gegen die vorherige Kosmetik, und da müssen wir ganz klar sein, Glycerin und Parabene gehören nicht auf eure Haut, und je länger ihr die Produkte habt, je mehr wird die Haut schuppiger, wenn ihr gerade eine Fastenphase habt. Also die Haut wehrt sich. Da dürfte man sich überlegen, was man denn zukünftig draufstreichen möchte, dass sie sich nicht mehr beim Fasten so arg entgiften muss. Dann gibt es als zweites beim Augenzittern, würde das heißen, die Augen sind ganz stark mit der Leber verbunden. Das heißt, viele Leute, die diese Mouche Volante haben, so wie schwarze Streifen, wenn die an einen ganz klaren blauen Himmel hinaufsehen und die haben immer so einen Schweif da noch drauf, dann heißt es natürlich, eure Leber ist nicht ganz entgiftet. Also diese Verbindung von Augen und Leber darf, glaube ich, schneller bewusst sein. Das heißt, wenn wir Augenprobleme haben, die abrupt auftauchen, dürfen wir immer gleich gerade die Leber entgiften. Die Leber entgiftet sich aber auch über Bewusstsein, über was bin ich wütend oder bin ich schon dran, eine Autoaggression, eine eigene Wut auf mich selbst zu etablieren. Jetzt tauchen wir da schon wieder tief in die Psychosomatik ein, das wollten wir eigentlich gar nicht, aber es gibt natürlich Nooks und Crannies, würden die Engländer sagen, beim Fasten, die gehen nie lange. Und einfach aussitzen, sich bewusst werden, was habe ich denn meinen Augen alles zugemutet? Vielleicht zu wenig frische Luft? Ja, auch das Auge braucht frische Luft. Wenn ihr Linsen 7 Tage die Woche tragt, ist das nicht gut. Das Auge braucht frische Luft, es braucht Sonnenschein. Also überall würde ich euch ermuntern, zu suchen und zu finden, was es denn sein kann. Manchmal ist es nach 5 Minuten vorbei. Manchmal geht es halt eine Stunde oder so, bis man da wieder aus sich rauskommt. Trinken, etwas anderes lesen, sich mit sich beschäftigen, hilft ganz sicher beim Fasten. Und immer schön atmen, da können wir ja auch viel Säure abatmen. Die kommt auch manchmal ein bisschen zu kurz. Für die Augen auch wieder. He? Super Punkt, ja. Ja, sehr gut. Jetzt noch so die Frage, wenn jetzt jemand schon ziemlich Intervallfasten in sein Leben integriert hat, so mehr oder weniger täglich das so anwendet für sich,
Ja, wie siehst du die Wichtigkeit, jetzt doch noch so ein, zweimal im Jahr so eine Fastenwoche zu machen? Für mich ist das mein Geheimrezept. Ich brauche das. Das ist wie euer Handy auf die Batterieladestation kommt. Das Intervallfasten hilft, im Alltag stärker zu werden. Eine Fastenkur von einer Woche oder 10 Tagen hilft mir persönlich, wirklich in die Ruhe und in die Aufgeräumtheit meiner Gedanken zu kommen. Es ist nie so schön zu meditieren, wie wenn ein Körper ganz in die Stille kommt, wenn er wirklich einmal durchfasten kann. Der Schlaf wird besser, die Haut wird besser. Ich könnte auf die 2-mal Fasten im Jahr nicht verzichten. Und ich kann es nur nahelegen, dass es trotzdem wichtig ist, auch wenn man schon Intervallfasten tut, dass es für eine Langlebigkeit, da wollen wir ja hin, irgendwie dann doch gut ist, dem Körper wieder einmal so ein richtiges Reset zu geben. Ihr würdet es spüren. Und wenn ihr es noch nie probiert habt, ist es schwer, dafür zu propagieren irgendwie. Aber ich kenne ja mittlerweile so viele Hunderte von Leuten, die das machen, die nicht davon wegkommen. Und klar, manchmal sind es vielleicht die Lebensumstände. Man darf diese Woche planen. Man kann arbeiten daneben, aber man kann vielleicht ein bisschen reduzierter arbeiten. Oder am schönsten ist es natürlich, wenn man zu zweit fastet und man sich auch austauschen kann, wie gut tut uns das. Aber alleine, ich habe schon alles gemacht. Ich habe sogar gefastet, um meinen Kindern immer noch gutes Essen zu bereiten. Also ich habe es in der ganzen Härte erfahren. Und man ist dann, glaube ich, stolz, dass man diesen inneren Schweinehund, und den haben wir alle, überlistet hat und ganz konsequent und ganz in Ruhe mit sich selbst eben diesen Vertrag gemacht hat. Und je mehr ihr da fastet, je mehr zwingt euch euer Körper nicht mehr zu diesen Heißhungerattacken. Das heißt, mein Körper weiß von mir, wenn die da oben den Schalter umdreht, ab jetzt ist Fasten, dann ist Ruhe. Ich komme gar nicht mehr in diese verführerischen Naschattacken oder so. Und ich glaube, das etabliert sich schon erst, wenn man so zum regelmäßigen Fasten wird. Und da hilft Intervallfasten sicher, weil das Glücksgefühl, was ihr da empfindet, wenn ihr euch lange in diesen Rhythmus beginnt, und das ganze Leben ist Rhythmus, je einfacher wird euch das fallen, wenn man dann wirklich eine radikale Fastenkur macht. Ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank. Ja, jetzt noch so, kommen wir langsam zum Abschluss. Gibt es irgendwie gewisse Menschen, die Intervallfasten, für die das nicht geeignet ist, jetzt nur das Intervallfasten? Ich würde sagen, ab 18 Jahre ist das gut integrierbar in einen Schulausbildungsalltag. Kinder würde ich es nicht so ganz empfehlen. Da gibt es andere Methoden, wie man Übergewicht in den Kindern einen Schubser geben kann. Dann Schwangere würde ich es auch nicht empfehlen, aber sonst ist da schon Schluss. Intervallfasten auch nicht für Schwangere? Ich kenne 3 Schwangere, die das sehr gut erfolgreich gemacht haben, aber die kannten es vorher schon. Ich würde natürlich nicht innerhalb einer Schwangerschaft jetzt mit dem beginnen. Das kann ich nicht empfehlen. Aber je nachdem beibehalten, wenn es einem gut getan hat, schon vorher. Dann kann ich es mir sehr gut vorstellen, ja. Aber jetzt rein so aus rituellen Gründen ist es dann schwieriger. Und würde ich jetzt für eine fortgesteigerte Schwangerschaft, vielleicht ab dem 4., 5. Monat, nicht mehr empfehlen mit der Umstellung. Aber wenn ihr das kennt und ihr macht das gerne, dann ist das selbstverständlich etwas, was ihr schon dem Ungeborenen mitgeben könnt. Da gibt es Phasen, da gibt es halt nichts, und dann gibt es wieder Phasen von Genuss. Und dann kommt eben, glaube ich, auch die Dankbarkeit wieder viel mehr ins Spiel, wenn wir das weniger mit dem Mehr schätzen. Wenn wir immer alles haben, dann ist diese Überladung so sehr, dass es eben wirklich auch den Körper verwirrt. Und gerade da ist Intervallfasten eins der schönsten Tipps. Man schätzt wieder viel mehr. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Die Dankbarkeit, die Kraft der Dankbarkeit ist sowieso so wichtig für die
Signal des Körpers, dankbar zu sein, auch wenn sie im Moment vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Und mit ihnen da bewusst auf dem Weg zu sein und sie eben nicht zu verdrängen vor allem. Ja, dann kommen wir da mal zum Schluss. Vielen herzlichen Dank für deine wertvollen Erfahrungen, für das Wissen, das du geteilt hast. Möchtest du gerade noch etwas sagen? Ist dir gerade noch was, ja, kommt dir gerade noch was in den Sinn, was vielleicht wichtig wäre? Danke, Miriam. Ich glaube, wir haben vieles, vieles angesprochen. Und wer unsicher ist, mag sich wirklich dich als Begleiterin fürs Intervallfasten und fürs Fasten auswählen. Dass ja, mal diese Hemmung, diese kleine Angst vor dem Nahrungsverzicht einfach gut begleitet wird. Und das machst du für deine Patienten ganz, ganz schön. Also ich danke fürs Zuhören und ja, viel Glück bei diesen Erstversuchen, um ins Intervallfasten und ins Fasten zu kommen. Ja, wir haben uns hier bewusst jetzt heute entschieden, mal mehr auf Intervallfasten einzugehen, weil das einfach eine einfache Version ist, mal einzusteigen. Übers Fasten, über die ganzen Fastenwochen gibt es natürlich noch viel zu sagen, auch dann gerade der Nahrungsaufbau nach dem Fasten wieder, aber dass das auch nicht zu lange wird jetzt heute, möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Rita, bedanken und bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass ihr ja viel Wertvolles mitnehmen konntet für euch und dass ihr jetzt inspiriert und motiviert seid, einfach mal diese wundervolle Art der Gesundheitsförderung vom Intervallfasten in euer Leben einfach mal integriert, ausprobiert und dann selber sieht, was es mit euch macht. Herzlichen Dank und tschüss!